Ein herzliches Willkommen zurück hier zu einem niegelnagelneuen Factorio-Tutorial aus dem Hause Nation 42 mit dem guten Kain. Hallihallo. Hallo, mein Lieber. Ja, wir haben ja schon öfters Anfragen bekommen, zwecks dem Lautsprecher und aber auch zwecks anderen Dingen. Und jetzt hat sich so eine Gelegenheit ergeben, dass man quasi ein Tutorial macht und diese zwei Themen beinhaltet. Denn zum einen wurde gefragt, ob wir ein Video machen können, wie denn die Lautsprecher so funktionieren, was man mit denen machen kann. Also man kann ja nicht nur Alarm ertönen, man könnte theoretisch ja auch noch andere Dinge dran rumspielen lassen, sag ich mal. Zum anderen kam die Frage aus dem Let's Play-Bereich, ob wir denn unsere Schaltung ein bisschen genauer vorstellen können mit dem Timer, dass da nach 20 Minuten quasi der Alarm ertönt, damit wir keine Überlängen mehr produzieren. In diesem Sinne übergebe ich jetzt einfach an dich, guter Kain. An mir. An mir. Ja, genau. Dir. Ja, von mir aus auch einen wunderschönen guten Tag erstmal. Und ja, ich würde sagen, wir fangen direkt mal mit den Basics an, quasi, was wir da haben. Und zwar brauchen wir einmal ja unseren Ursprung, wo wir es quasi alles einschalten. Da finden wir einfach diesen Kombinator hier. Das ist quasi unsere erste Anlaufstelle, die wir haben werden. Und vorweg eine kleine Sache gesagt, diese schönen vergleichenden Kombinatoren, die ich ja hier besitze, haben, also ist es jetzt für später wichtig, haben so eine Umrechnungszeit von ungefähr einer Millisekunde. Das ist wichtig zu wissen für das, was gleich kommt. Denn wir wollen das ja alles zeitlich sehen. Jetzt müssen wir halt gucken, wie machen wir aus Millisekunden Sekunden, aus Sekunden Minuten und wenn man es später noch weiter treiben möchte, aus Minuten Stunden, wenn man so möchte. So, und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal ganz kurz an, wie ich das Ganze aufgebaut habe. Und zwar, wir nehmen ein rotes Signalkabel, gehen auf den Eingang und loopen das quasi wieder zurück. Das ist quasi der Anfang. Hier oben können wir jetzt sagen, als Signal könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Ich nehme das gerne mit Buchstaben. In diesem Fall einfach mal ja, Z für Zeit, sage ich einfach mal. Zeit ist gleich 1, ist jetzt auf an. Jetzt gucken wir uns jetzt hier unten mal an, was passiert. Wenn ich hier sage, wenn Z kleiner 60 ist, 60, Moment, beziehungsweise wir machen es gleich in schön. Wir sagen nämlich, wenn rot ist, gleich gelb. Das mache ich gerne so. Solange soll er laufen, wie diese Bedingung bestimmt ist, also erfüllt ist, und er soll uns alles im Eingangsziel rausgeben. Und schon rennt er los. So, jetzt haben wir quasi unsere Millisekunden. Jetzt werden so 4 Sekunden vergangen, wenn wir ein bisschen zurückrechnen. So, und jetzt brauchen wir noch quasi einmal ein Reset. Den nutze ich nämlich ganz gerne so rum und sagen wir nämlich jetzt einfach, wenn nämlich Z größer gleich 60 ist, denn 60 Millisekunden sind eine Sekunde, soweit ich es noch weiß, geben wir einmal das Signal rot raus. Möchte SOS etwas? Nein, 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 nein. Mhm. Okay. Ich stimme dir nur zu. Und trink nützlich meinen Kaffee. Sehr schön. Jetzt müssen wir es mal umändern hier. Zack. So, rotes Signal. Und wenn wir das jetzt mit dem grünen Kabel, das ist ganz wichtig, einmal hier auf den Eingang geben. Und schon sehen wir, haben wir so eine Zeitdifferenz, der immer sagt, wenn 60 gleich schalte durch. Deswegen wird der sich jetzt niemals höher als 60 zählen. Quasi in dem Fall, na doch, die 60 kommt einmal kurz durch. Von 1 bis 60 hoch. Das wäre quasi unser Millisekundenzeiger. So gesehen haben wir jetzt aber auch schon die Möglichkeit zu sagen, immer wenn er resettet, ist eine Sekunde rum. Genau, quasi. Dann gehen wir einmal weiter. Jetzt brauchen wir nämlich ja unsere Minuten. Um das Ganze störfrei zu bauen, empfehle ich immer einen kleinen Einpulsgenerator mit ranzusetzen, wie wir ihn ja kennen. Und da arbeiten wir jetzt nämlich mit dem Z-Signal und sagen, wenn Z ist gleich 60, noch eine kleine Zwischenstufe. Gehen jetzt hier quasi um ran einfach und sagen, wenn Z ist gleich 60, also die Zeiteinheit, die wir messen, dann soll er uns S1 für eine Sekunde rausschmeißen. Und da sehen wir, zack, fängt er schon an zu pulsieren. Wie gesagt, und da ich ein Fan der Endstörung bin, ganz gerne bauen wir hier uns diesen Einpulsgenerator, den wir euch ja schon mal vorgestellt haben, auf. Gehen hier also mit 2 Signalen rauf,
mit dem hinteren Grün wieder nach da und sagen hier einfach, wenn Moment, S ist kleiner 1, gebe S1 raus. Und das Ganze machen wir hier auch nur umgekehrt. So, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gemacht. Genau, da kam der S, der blinkt, der blinkt, der blinkt, der blinkt. S, S. Na, jetzt mal gucken. Kann auch sein, dass es so rum war. Moment. 1, 2. Oh. Ja, ich muss den gerade noch mal einstellen. So. Ja, dieser Einpuls ist immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Da ist er jetzt. 1, 2, 1, 2. Okay, man kann auch einen Anzeigefehler. So. Und dann kommen wir jetzt quasi auch wieder zu den Minuten. Das heißt, das, was wir hier oben gebaut haben, bauen wir jetzt hier unten wieder auf. Nur, dass wir halt jetzt hier aus dem Ausgang rausgehen. Den wieder raufloopen. Und auch hier einfach sagen, wenn S ist gleich 1, soll er arbeiten. Und er arbeitet. Wenn auch gerade etwas zu schnell. Ja, weil deine Sekunde hier quasi, du hast hier eine Dauersekunde. Ja, wieso ist es so? Warte mal. S1, S1, 1. Da war das doch so, ne? Ja, gut. Ich sag ja das Ding. Dann muss das so umgeschaltet sein. Ja, jetzt wobei. Gucken wir mal. Doch, Ja, ganz jetzt, kurz genau, muss ich jetzt hier ist hochkommen. richtig. Sehr schön. Ja, genau, jetzt sieht man auch richtig schön die Sekunden hochzählen. Genau. So, und jetzt haben wir quasi schon von unseren Millisekunden das auf Sekunden gebracht. So, und jetzt kann uns sicherlich der Doskias sagen, wie viele Sekunden hat eine Minute? Glaube 60. Genau. Das heißt, auch hier machen wir wieder das gleiche mit dem Rücksetzsignal. Wir setzen einfach wieder das rote Kabel auf den Eingang, das grüne Kabel aus dem Ausgang und auf den Eingang des anderen. Jetzt können wir kurz mal das anschauen. 37, 38, 39. Jetzt dauert es natürlich ein bisschen. Ja, wir reden ja über Zeit heute, deswegen. Ja, richtig, richtig. Ich freue mich schon zu präsentieren, wenn es um 60 Minuten geht. So, die Folge geht jetzt noch 60 Minuten. Genau. Und dann kommen wir auf Tage, ne? Ja, genau. So, und gleich sehen wir es. Zack, da war der Zurücksetz und er zählt wieder hoch. So, das ist quasi unser Minutenzähler. Und wie geht das Ganze weiter? Natürlich, indem wir wieder ein Ensure-Signal bauen. Einfach nur zur Sicherheit. Das Gute ist, jetzt kann man es einfach abkopieren. Zack, zack. Das ist, glaube ich, auch das Schöne an dieser Anlage, dass es meistens einfach nur Copy-Paste ist. Ja, das ist das Wahre daran. Im Endeffekt So. ist ja, man sieht es ja auch, dass der obere Teil ist exakt gleich wie der untere Teil. Nur, dass wir halt mit anderen Buchstaben hantieren, dass wir hier einfach eine schönere Übersicht haben. Richtig. Und man könnte theoretisch sogar das S mit einem Z ersetzen. Das geht ja auch. Kannst auch alles auf Z lassen, ist halt nur der Übersicht. Hier oben haben wir Eben. die Zeit, dann haben wir Sekunden, dann Genau. haben wir, ja, hier in dem Fall sind es dann Minuten. Können wir auch gar nicht mal eintragen, dann sieht es etwas schöner aus. Nee, das sind, nee, gar nicht, weil hier sind es noch Sekunden. Und hier unten sind Hier. es Minuten erst. Hier So, das sind die heißt, Minuten. hier Also hier könnte stellen man wir. jetzt theoretisch M machen, genau. Genau, stellen wir Ausgang So, M hin. zur Übersicht. So. Das heißt, wir gehen wieder hier rauf, machen den ganzen Spaß mit. Ich schalte mal den einen auf M um, ne? Dass es Ja, dann bitte. durcheinander kommt. Jetzt haben wir Blödsinn gemacht. Ja, Warte und mal. theoretisch wären das ja dann die Stunden. Nee, warte, warte. Den anderen musst du auf S lassen. Das ist schon richtig gewesen. Nur der hier, quasi der, der ausgibt, der muss auf M stehen. Und warum hast du es hier oben so? Ist es doch auch. Das ist ja beides S, weil wir S reinkriegen. Ach nee, ha, warte. Ha, ich habe ein Zwischensegment vergessen. Ah, meine Schuld. Ja, ich glaube, hier der hier, ne? Der hier aus SM Ja, macht, ja, ne? ja. SM, ne? Salomasu. Natürlich sagen wir hier, wenn S ist gleich 60, in diesem Fall setzen wir natürlich M dahinter. So, jetzt haben wir es natürlich. Gucken wir einmal kurz, ob er schreit. Jawohl, da war das M. Und dann kommt natürlich das Ganze, was wir da oben haben. So, das ist jetzt natürlich mit
Und M. jetzt können wir auch überall die M's machen, genau. Zack. Zack. Machen wir eine schöne Schleife rein. Setzen das einmal zurück. Da oben ist jetzt das umgestellt worden. Der läuft. Der muss so. Und dann können wir hier unten dann wieder einen Zählerbaustein hinsetzen. Zack. Und hier sagen wir einfach, wenn hier der Ausgang rauf geht, das gleiche wieder, solange gelb gleich rot ist, soll das Ganze arbeiten und es im Eingangssignal alles rausgeben. Und jetzt kommt der schlagbewegende Moment, wie wir das quasi hier handhaben möchten. Ich habe das Ganze noch ein bisschen umgebaut, das möchte ich gleich mal hier mit versuchen, wenn wir es gleich da haben. Und zwar gehen wir jetzt wieder auf den Eingang und hier auf den Ausgang. Nur in dem Fall setze ich hier noch einen weiteren konstanten Kombinator, weil damit man die Zeit ein wenig entspannter einstellen kann, in der Tat. Sagen wir nämlich jetzt hier in diesem Zeitbaustein, weil er sich resetten soll, wenn unsere M gleich, oder ich sag mal größer gleich, damit man es ungefähr hat, Z ist in diesem Fall, jetzt kommt nochmal das Signal Zeit hier hinzu. Und hier können wir nämlich jetzt einstellen, sagen wir mal Z20, das ist ja unsere Minutenzahl, die wir aufnehmen. Ja, genau. Wenn ich den jetzt nämlich damit im grünen Kabel mit drauf verbinde, haben wir zwei Signale jetzt hier, einmal Z20 und M1. M1 ist quasi gerade die Minute, die ich am Quatschen war, die jetzt hoffentlich gleich mal auf M2 umspringt. Noch 20 Sekunden. Dann warten wir die kurz mal ab. Oh. Theoretisch könnte man natürlich jetzt auch noch ein paar nette Lampen hinsetzen, aber mein Gott. Genau. So, da haben wir die Minute. Ja, und M2 für 2 Minuten. Ihr seht, ist noch nicht zurückgesetzt, weil wir haben halt noch nicht Z größer gleich M2 erreicht. Dementsprechend läuft das Ding noch durch. Ja, jetzt könnte der Doski erst einen kleinen Time-Rack hier einsetzen, wenn er gleich möchte. Denn ihr wollt ja noch wissen, wie kommt das jetzt mit dem Ton und so. Richtig. Genau. Und zwar bauen wir wieder einmal uns einen kleinen Schaltstein hin, der dieses Mal sagt, wenn M in diesem Fall gleich unserer Zeiteinheit Z ist, gebe, das ist jetzt relativ Wurst, mir die 1 raus. Oder machen wir mal das E für Ende. Nimm das grüne Kabel auf hier auf den Eingang und gehe mit hier von dem roten Kabel darauf. So dass wir hier auch wieder Z20 und M2 haben. Das Ganze geben wir wieder auf einen Baustein, den wir da oben ja schon gebaut haben. Das Ganze wird jetzt nur mit E wie Ende halt bebaut. Zack. Eine Korrektur noch am Rande, hier unten, ne? Ja. Muss natürlich auch noch ein Ausgang gesetzt werden, ne? Ist doch. Zum Resetten. Achso, das kommt später gleich. Also der hier resettet ja, wenn wir die Zeit einer Z erreicht haben. Ja, ja, momentan resettet er gar nicht, weil er nicht keinen Ausgang hat, das meine ich damit. Dass die Zuschauer sehen, dass hier noch was fehlt. Der ist doch hier am Ausgang raus und geht auf den Timer. Dann klick mal auf den vergleichenden Kombinator und sag mir, was im Ausgang steht. Und zwar nichts. Ah, Entschuldigung. Du kannst zwar gern was verbinden, das wenn nichts eingestellt okay, ist. Okay, okay, alles klar, das meintest du mit Ausgang. Super, ja, hier das Rot natürlich nicht vergessen. So, jetzt könnten wir 17 Minuten warten. Ich stelle aber gleich mal was um, das dauert nämlich sonst zu lange. Oh ja. Und dann sagen wir hier unten nämlich jetzt einfach wieder einen Zählerbaustein, wer jetzt gedacht. Ist auch der letzte in dieser Reihe jetzt. Ah, ich setze den mal wieder. Machen wir es chronologisch richtig. Und sagen hier auch einfach wieder den Loop. Den setze ich schon mal für später dahin. Den brauchen wir nämlich später, weil an der ganzen linken Seite kommt nämlich gleich noch was ran. Und zuzüglich brauchen wir hier einmal den Ausgangsbaustein wieder. Setzen hier wieder die Verbindung ran. Und sagen hier in diesem Fall, wenn E, also das Ende, gleich
Eins ist, gebe A für Alarm. Eins. Und dann nehmen wir unsere wunderschöne Tröte. Verbinden das einmal rauf. Und jetzt kommen wir zu den Lautsprechern. Was machen diese Lautsprecher? Diese Lautsprecher machen Töne. Und zwar, wenn ich hier raufgehe, sieht das mit Kabel einmal so aus und ohne Kabel quasi so. Warum das jetzt so ist, fragt mich nicht, weil das Ding würde keine Funktion haben in dem Fall, weil ich hier nichts einstellen könnte. Dementsprechend finde ich das persönlich Schwachsinn und wir nehmen das mit Kabel natürlich. Ja, das stimmt irgendwie. Habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Ja, deswegen ja. So, und zwar, was ist unsere Schaltungsoption hier? Wir möchten, dass es natürlich alle hören, weil wir über die Kabel rum, über die Karte rumlaufen. Ja, wenn, dann sollen alle gestört werden. Richtig. Benachrichtigung anzeigen, können wir einfach mal hier ein Symbol nehmen. Ich nehme jetzt mal hier die Mine und sage hier mal Ende. Man sollte auch richtig schreiben können. Ende. Ich habe meine Tastatur gerade auf. Auch nicht schlecht. Da, jetzt. Ne, ich hatte meine Tastatur gerade auf eine andere Sprache eingestellt gehabt. Ah ja. So, sagen hier Ende, das wird uns dann gleich angezeigt. Und wann soll das Ganze natürlich losgehen? Wenn unser Signal A für Alarm gleich 1 ist. Und jetzt können wir hier noch ein bisschen rumspielen und gucken, welchen Alarm wir nehmen. Entweder den oder den oder den. Das könnt ihr euch frei aussuchen. Ich nehme den, weil der einen einfach am meisten nervt. Ich kann mir schon vorstellen, welchen du ausgewählt hast. So, Zum Glück das. müssen wir noch 14 Minuten warten. Nö, gleich nicht mehr. Ja, das denke ich mir. So, den lassen wir jetzt arbeiten. Und jetzt brauchen wir ja ganz das Ganze quasi nochmal als Ausschalter, wann sich das nämlich Ganze zurücksetzen soll. Das heißt, wir gehen wieder nach ganz oben an unsere Schaltung und gehen quasi zu unserem Konstantenkombinator. Und wer hätte gedacht, wir brauchen einen weiteren Kombinator, der einfach sagt, wenn Z ist gleich 0. In diesem Fall gebe mir einmal ein rotes Signal raus auf 1. Dann verbinden wir nämlich ganz einfach hier ein grünes Signal damit hin. Hier ein grünes Signal ran. Jetzt müsst ihr aufpassen in dem Fall. Warum müsst ihr aufpassen? Ganz einfach. Wenn ich das jetzt hier rüber machen würde, würde sich Sekunden, Minuten etc. alles gleichzeitig zurücksetzen. Das wollen wir nicht, weil das wäre ja untereinander verbunden. Deswegen nehmen wir wieder einen Baustein, kopieren einfach die Einstellung, gehen jetzt hier oben mit dem grünen Signal an den unteren und hier am Ausgang am grün an dem wieder ran, sodass es sich quasi nicht überschneiden kann. Das Ganze tun wir für den unteren auch nochmal. Wie gesagt, wir können mittlerweile alles durchkopieren. Einmal zack und einmal zack. Und natürlich, wer jetzt gedacht, den Baustein, den ich unten schon vorbereitet habe, ist natürlich dasselbe Spielchen zu fahren. Und das ist quasi dann der Rücksetzalarm für den oder für die Sirene. Und im Endeffekt war es das Ganze schon. Jetzt können wir einfach mal gucken, wie viele Minuten wir schon erreicht haben. 8 Minuten. Acht. Auf mal 9 stellen. Genau, machen wir mal 9. Du hast noch, ah ja, du hast noch 40 Sekunden, hast du noch Zeit. Ja, sehr schön. Dadurch, dass das ja Minuten sind, können wir hier auf gleich stellen. Weil Minuten rasen ja jetzt Gott sei Dank nicht so weg. Ja, richtig. Dadurch, dass das ja alles im Speicher drin ist. Und jetzt warten wir einfach mal kurz. Ja, während wir warten, kann ich ja noch ein bisschen was erzählen. Denn man kann das theoretisch gesehen, das haben wir natürlich jetzt hier nicht gemacht, werden wir auch nicht machen, aber nur für die Leute, die da einfach noch ein bisschen rumexperimentieren wollen mit dieser Schaltung. Natürlich könnt ihr auch die Sekunden und auch die Millisekunden dementsprechend mit der Taktik wie hier abgreifen, dass ihr nicht nur sagt nach 9 Minuten, sondern ihr könnt ja dann auch sagen damit quasi 9 Minuten und 10 Sekunden. Genau, das geht auch. Oh, da ist es schon. Er ist durchgegangen, die Sirene ertönt und die Zeit wäre jetzt abgelaufen mit den 9 Minuten. Wie stellen wir das Ganze aus? Ganz einfach, wir gehen hier oben hin und sagen aus. Diesen Moment, wo wir es hier ausgestellt haben, seht ihr, haben wir bei den Millisekunden rot, bei den
Sekundenrot, beide Minutenrot und natürlich hier auch rot. Dementsprechend ist unsere Sirene jetzt wieder aus und sie bleibt ruhig, solange bis irgendjemand hier oben wieder den Timer aktiviert. Genau, man muss nämlich dazu sagen, die Töne werden, also ich glaube nicht, dass man es programmieren kann, dass man einen Ton mittendrin abbrechen kann. Der Ton, wenn er einmal angegangen ist, dann läuft halt der Ton so lang, wie halt die Tonspur, die halt auch ist. Genau, Man der hat es ja läuft. jetzt gemerkt, wir haben resettet, aber der Ton war noch da, weil der Ton halt, ich weiß es nicht, vielleicht geht die 10 Sekunden oder so, ich weiß nicht, wie lang der Ton ist, bis er sich wiederholt. Genau, Aber der das läuft lässt sich, eiskalt durch. glaube ich, nicht unterbrechen, glaube ich. Nee, der läuft durch direkt. Außer ihr reißt das Ding ab. Ich glaube noch nicht mal dann. Nicht mal dann? Ich weiß es nicht. Ja, gut. Im Endeffekt, wir haben alles, oder? Glaube ich, Ja, wenn ich mich jetzt nicht das war täusche. das zu dieser Schaltung. Um noch mal kurz auf diesen Lautsprecher einzugehen, ihr könnt damit noch mehr Blödsinn machen. Ich zeige euch, also es ist jetzt einfach nur eine grobe Sache, die ich euch zeigen möchte, was man denn auch noch so machen kann, indem ich hier einfach mal kurz zwei setze. Ihr könnt auch was anderes außer Alarm, ihr könnt Verschiedenes nehmen, da habt ihr Erfolge etc. pp., die ihr nutzen könnt. Also alle Sounds, die es so gibt in Factorio. Wenn ihr jetzt da sagt, ich bin aber musikalisch begabt, könnt ihr dadurch auch gewisse Klaviertöne abspielen mit Schaltungen etc. pp. Können auch Signalhöhe sagen, das würde sich dann quasi je nachdem mit dem eigenen hier ab, also mit diesem schönen Signalboard abfinden. Das ist aber nochmal eine Wissenschaft für sich. Wollte ich euch nur mal zeigen, dass ihr halt auch sagen könnt, wir möchten Piano haben oder gezupfte Saiten oder ein Quadrat, Sägezahn geht auch noch, Bass, Gitarre, was einem da alles so halt ja, in den Sinn kommt, sage ich mal so. Ja. Im Endeffekt könnt ihr euch auch einfach euch eine eigene Drum-Maschine bauen. Richtig, so eine Jam-Maschine dann. Ja, genau. Wer braucht schon irgendwelche DJ-Accessoires, wenn man Factorio hat, ne? Richtig, das geht mittlerweile alles. Geht einfach auf die Party, macht Factorio an und gib ihm. Genau, und dann kommt da schön die Jam-Session zustande. Ja, in diesem Sinne ist, glaube ich, dann alles gesagt, oder? Ja, ich habe nichts mehr. Ja. Ja, wunderbar. Dann bedanken wir uns natürlich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir konnten eure Fragen richtig beantworten. Wenn ihr natürlich noch weitere Fragen zu dieser Schaltung hier habt oder auch nochmal spezifisch auf die Lautsprecher oder der einzelnen Bauteile einfach Bescheid geben, ja, könnt ihr einfach einen Kommentar setzen. Ihr könnt natürlich auch gerne das Forum nutzen, das ihr auf nation42.de findet. Ebenso werde ich diesen Blueprint auf unserer Homepage im Factorio-Bereich natürlich auch bereitstellen. Das Ganze wird auch im Forum landen, aber für diejenigen, die, ja, ich sag mal, den Forenzwang, wie es manche Leute ja sagen, nicht unterwerfen wollen, auf der Homepage einfach gucken und da habt ihr dann alles. In diesem Sinne, ja, wie schon gesagt, wir bedanken uns fürs Zuschauen und sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder hier in einem Tutorial oder in einem anderen Let's Play. Macht's gut, haut rein und ciao, ciao! Tschüss.